So, am Samstag, am 16. Juli geht's los. Viele waren überrascht, dass du diesen Kampf angenommen hast, weil einer hat mehr als 20 Kämpfer, also 25, du hast nur 6. Wie hast du diese Entscheidung getroffen? Wie habe ich die Entscheidung getroffen? Warum sollte ich das nicht annehmen oder warum sollte ich pushen? Na klar, wir müssen nicht alles annehmen, was kommt. Da werden mit Sicherheit noch andere sich anbieten und es gab auch welche, die sich angeboten haben, aber man muss ja nicht alles mitnehmen. Nur bei Ramona Kümmer, klar ist sie erfahren und dreifache Weltmeisterin und das Ganze drumherum, was gesagt wird und ist auch eine sehr gute Boxerin. Aber wir nehmen das an, was uns vorwärts bringt und wir wollen ja auch was erreichen und nicht nur irgendetwas, sondern wir wollen an die Weltspitze. Und da denke ich mal, ist dieser Kampf definitiv ein Leckerbissen für uns beide und aber auch für die Zuschauer. Von daher denke ich, passt alles schon ganz gut. Wie ist die Vorbereitung verlaufen? Die Vorbereitung läuft ganz gut. Wir sind in der Kampfwoche und nur noch ein paar Tage und läuft alles nach Plan, läuft alles super gut. Ich bin in besten Händen aufgehoben und von daher passt. War es schwer, als Sparringspartner zu finden? Ich denke mal, das ist immer ein bisschen schwierig so bei uns Frauen. Entweder sind die im Urlaub oder manche machen noch Uni oder manche sind berufstätig und es ist immer ein bisschen schwierig oder manche sind eben gerade nicht in der Vorbereitung oder irgendwas und wollen gerade nicht. Ist schon recht schwierig, aber trotzdem haben wir unterschiedliche Sparringspartner gefunden und von daher ist auch das sehr gut gelaufen. Du siehst eigentlich immer sehr locker aus, aber gibt es eine Spannung vor dem Kampf? Oder wenn ja, dann wann? Ja klar, ich denke mal, das kommt und geht. Gerade jetzt vor diesem Kampf, klar, denkt man drüber nach. Und ich glaube auch nicht, dass auf der anderen Seite das entspannt ist. Aber dass ich mich jetzt verrückt mache, nicht. Ich bin bestens vorbereitet. Mir geht's gut, Gott sei Dank. Die Vorbereitung lief sehr, sehr gut. Ich bin auch fit. Und alles andere ist egal, alles kann kommen. Weil wir wissen, was wir wollen, was wir können und was wir gearbeitet haben. Ich würde mir Gedanken machen oder nervös werden, wenn ich wüsste, ich habe mich nicht so vorbereitet. Aber das ist ja nicht der Fall. Von daher, meistens. Ist dieser Kampf für Frauenboxen eine wichtige Entscheidung von euch beiden, diesen Kampf zu machen? Inwiefern die richtige? Dass halt die Frauenboxen doch in Deutschland wieder populärer werden. Ja, natürlich. Ich denke schon, dass es eine Werbung für uns beide ist, für Sie als auch für mich und auch für das generelle Frauenboxen in Deutschland. Na klar, mit Sicherheit. Und wie gesagt, das habe ich schon am Anfang des Videos jetzt gesagt, das ist ein Leckerbissen, auch für die Zuschauer. Das wird nicht irgendwie einfach so eine Larifari-Geschichte werden. Ich denke schon, das wird heiß hergehen, definitiv. Es sind schon einige Schlagwörter gefallen zwischen euch beiden, aber ich denke, ihr habt auch Hochachtung gegenüber euch gegenüber. Also ich glaube nicht, dass, ich rede jetzt für mich, das kannst du selber fragen, aber ich spreche jetzt für mich, ich unterschätze niemand, egal wer das ist, weil das ist wie ein Ü-Ei, auch wenn wir eine Gegnerin haben oder von den Gegnern, die wir hatten, weniger erfahren waren, es ist wirklich wie ein Überraschungsei. Du weißt nie, was da kommt, niemals jemanden unterschätzen und niemals sich selbst überschätzen. Ja, es muss alles auf einer gesunden Ebene sein und ich unterschätze natürlich Kühne überhaupt nicht, keineswegs. Aber wie gesagt, ich weiß, was ich bin, ich weiß, wohin ich bin, ich weiß, was ich haben will. Und da muss ich durch. Und ich weiß, es wird hart, aber da muss ich durch. Aber für die andere Seite wird es genauso.